Nordkurier Kultur. Zum Friedrich Jahr beantworten wir die wichtigsten Fragen zum großen Preußenkönig. Friedrich der Große wurde bereits zu Lebzeiten zum Mythos. Autor Frank Pergande, der in Mecklenburg-Strelitz lebt, lässt die wechselvolle Geschichte des Preußenkönigs und die Hintergründe auf originelle Art wieder aufleben. Mit Antworten auf die 50 wichtigsten Fragen, erschienen beim Bucher Verlag in München. Wir stellen in einer Reihe Passagen aus dem Buch vor. War Friedrich der Große groß? Alexander der Große, Karl der Große, Peter der Große? In solcher Gesellschaft nimmt sich das Beiwort für Friedrich besonders groß aus, denn seine Macht war deutlich beschränkter als die der drei anderen. Sein kriegerischer Ruhm geringer, aber seine Persönlichkeit kaum weniger bedeutend. Der große König war klein, etwa 1,60 Meter. Voltaire war der Erste, der Friedrich II. Den Großen nannte, wenn auch mehr mit Augenzwinkern, denn der französische Philosoph und Spötter ließ eigentlich keine Größe neben sich gelten. Schon in Friedrichs Prinzenzeit schrieb Voltaire nach Rheinsberg an den Grand Prince. Er setzte noch hinzu Grand Homme, eine Mischung aus Herablassung und Schmeichelei. 1742 nannte er ihn dann auch Frédéric le Grand. Das Volk nannte Friedrich nach Ende des Zweiten Schlesischen Kriegs den Großen, erstmals nachweislich im Dezember 1745, als der König nach dem in Dresden geschlossenen Frieden nach Berlin zurückkehrte. Das Beiwort bekam indes bald einen ironischen Beigeschmack. Christoph Martin Wieland, der in Weimar weit ab vom Preußenkönig lebte, sagte: König Friedrich ist zwar ein großer Mann, aber vor dem Glück, unter seinem Stock, seinem Szepter zu stehen, bewahre uns der liebe Gott. Feierlich hingegen wurde es, als Friedrichs Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Für die Beisetzung seines Onkels als Bibeltext festlegte: Ich habe dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden einen Namen haben. Fortan wurde Friedrich der Große immer größer. Vor allem im 19. Jahrhundert in den Werken seiner Biografen, in Gemälden und Zeichnungen. Friedrich wurde Kult. Das Reiterstandbild von Christian Daniel Rauch in Berlin unter den Linden wurde zum Sinnbild des Kults. In der historischen Forschung wird Größe freilich daran gemessen, ob der Betreffende die Welt in seiner Zeit verändert hat. Das hat Friedrich zweifellos getan. Schon Kant nannte das Zeitalter der Aufklärung das Jahrhundert Friedrichs. Hegel sagte, Friedrich habe den allgemeinen Zweck des Staates denkend erfasst. Friedrich ließ sich, wie Johannes Kunisch in seiner Biografie meint, unter dem unabweisbar eingeforderten Postulat aufgeklärter Rationalität darauf verpflichten, dem Staat zu dienen. Er habe wie kein anderer die Erfordernisse seiner Zeit erkannt, theoretisch beleuchtet und praktisch umgesetzt. Seine Feldherrenleistung im Krieg betreffe das genauso wie seine Reformen in Staat und Justiz.